Herzlich willkommen bei Zockerani Let's Play. Wir spielen heute Dying Light. So, mein Inventar ist voll, da werden wir ein paar unnütze Gegenstände hier. Mitternachtswurfaxt, mittelalterliche Wurfaxt. 10-mal! Wow! Und die können wir schießen oder so wahrscheinlich. Schau mal, was hier am wenigsten Schaden macht. Das Ruder machen wir in Sicherheit. Das zerlegen wir. Das andere Ruder auch. Ruder brauchen wir nicht. Gartensichel ist in Ordnung. Hakenklinge, gut, die können wir zerlegen. Was haben wir noch? Polizeigewehr haben wir ein paar Mal. Aber das kann ich eigentlich nur verkaufen oder. Ja, warte mal, Moment. Dieses macht 184 Schaden. Dies 137. Wie dämlich ist das denn? Wow! Aber das ist wertvoll, das Gewehr. Das werden wir auf jeden Fall verkaufen. Ich wollte es gerade zerlegen, was eh nicht geht. Wow, Leute. Wow, 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 wow. Wow. So, was macht das Schaden? 137. Das tauschen wir doch gegen das, weil das macht mehr Schaden. Ja, sicher, das, was am meisten Schaden macht, das nehmen wir, oder, Leute? So, dann das, was ich hier genommen habe, können wir wieder zerlegen. Da kriegen wir Teile. Ich nehme das absichtlich mit, auch wenn es Müll ist. Weil, wie gesagt, da kriegen wir ja Teile dafür. Und die können wir ja noch verwenden. So, wie sieht es hier aus mit dem Upgrade? Was können wir machen? Den Attentäter, den Fechtmeister. Jo, wir nehmen den Gladiator, weil das bringt mir Damage. Und Damage ist wichtig. Einmal den Gladiator. Zack, jetzt macht er mehr Damage. Das Flash-Hackbeil. So, upgraden. Gut, können wir nicht mehr. Was können wir da noch machen? Können wir irgendeinen Entwurf vielleicht herstellen? Benjamin Franklin. Mit dem Fleischermesser. Es gibt Damage dazu. Dann nehmen wir diese Sichel hier. Also das mit den Upgrades und den Unterschied vom Upgrade zu. Ja, ich weiß nicht, wie das genau geht, aber es scheint so einen Sinn zu haben. Ich nehme einmal das und einmal das hier. wow. Also das rentiert sich auf jeden Fall. Wow. Da draußen sind diese Biester. So, jetzt schleichen wir ein bisschen. Der ist hier bei der Baustelle. Da ist er. So, haben wir den auch? Jetzt kriege ich mehr. Was ist da? Okay, ein Fäustel. Jetzt kriege ich mehr, weil es ja dunkel ist. Hier bin ich in der Safe Zone. Also das ist schon okay. Das rentiert sich. Was haben die hier aufgeführt? Und das hier für ein... Wow, die haben sich aufgeführt. Da draußen sind diese Schattenjäger. Mit denen lege ich mich lieber nicht an. Das ist ein ganzer Zuchthaufen von denen, Leute. Wow. Das ist Hardcore. Schauen, ob es hier was gibt. Jo, Batterien. So, jetzt ist die Frage, was soll ich hier genau machen? Durchsuchen Sie die Baustelle. Das werde ich tun. Irgendwas gibt es hier offensichtlich zu finden. Aber mit denen da draußen legen wir uns lieber nicht an. Also rausgehen ist jetzt absolut tödlich, Leute. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier? Entwurf! Jawohl! Wir haben einen neuen Mod. Benjamin Franklin Mod kann ich sogar noch einmal machen. So, mit was machen wir das? Am besten mit dem. Der Fäustel, der hat jetzt nicht so viel Damage. Den können wir eigentlich verkaufen. Inventar, wo ist der Fäustel? Fäustel. Ja, 66 ist jetzt nicht der Burner. Der Mod ist irgendwas anderes hier. Mod und Upgrade ist anscheinend ein Unterschied. Beziehungsweise Entwürfe und Upgrade, irgendwie habe ich es noch nicht so ganz heraus. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Was ist der Unterschied zwischen diesen Entwürfen hier? Ja, das ist ja ein Mod. Und hier Upgrade. Irgendein Unterschied scheint da zu sein. Ne? Upgrade. Aber es gibt einen. Da kann man das noch derber machen. Haltbarkeit geht drauf, das nehmen wir mal. Kann man hier noch was machen? Ja, es scheint wirklich einen Unterschied zu geben.
Ich nehme das jetzt mal, irgendwas wird schon bringen. Kann man das auch? Nö. So, unser Fäustel. Ah, der hat schon, okay. So, sieht alles super aus. Das sollte man dann wieder reparieren nachher. Hier gibt es sonst eh nichts. Dann suchen wir weiter auf der Baustelle. Irgendwo muss doch... Hier gibt es noch was. Klebeband. Ich drücke jetzt öfters Q, weil dann werde ich darauf hingewiesen. Hier sind's. Hier ist noch was. Ah, Kiste, okay. Was haben wir drin? Was haben wir drin? Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ein Plastikteil, ist ja süß. Das ist meins. Aber da war noch was markiert und ich glaube, das ist da innen. Oh, Schloss knacken schwer. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir werden zwar ein, zwei Dietriche abbrechen, aber ich sage mir so, wir haben ja genug. Ne? Ah, jetzt geht's. Super, wir haben's. Schweres Schloss geknackt. Da ist was. Und zwar eine Kiste. Jawohl, was haben wir denn da? Wenn das so versteckt ist, musst du was von dem... Oh, Dynamit. Ich hab's geklaut. Wie viel Dynamit ist hier noch? Sammeln Sie das Dynamit für Jaffa. Habe ich schon, habe ich schon. Gibt es hier noch mehr oder was? Wow, wow, wow. Nö, hier offensichtlich nicht. So, und jetzt soll ich das zurückbringen. Sammeln Sie das Dynamit für Jaffa und hier... Hier soll ich es wahrscheinlich hinbringen, ne? Weil ich hab's ja schon gesammelt, ne? Ich nehme mal nicht an, dass hier noch mehr Dynamit ist, aber in der Nacht hier raus. Es ist blöd, dass das keine Safe Zone hier ist jetzt. Weil das heißt, ich muss in der Nacht raus. Und das finde ich nicht so toll. Wie kann man hier am besten eine Safe Zone machen? Ja, das ist jetzt schlecht. Wenn der reinkommt, Leute, dann haben wir einen Arsch richtig offen. Ich muss hier weg. Hier gibt es auch noch was. Vielleicht gibt es hier noch mehr Dynamit. Nö, das ist kein Dynamit. Aber Zigaretten, die kann man schon verkaufen. Schauen wir, was hier so alles rumeiert. Da gibt es draußen etwas. Ich drücke immer Q, weil das markiert es mir dann so schön. Okay, das ist das da. Das, auf das kann ich verzichten. Da waren wir schon drin. Oder waren wir da schon drin? Da war jedes Dynamit. Okay. Hier waren wir vermutlich schon drin, aber ich gehe trotzdem nochmal rein. Jo, da ist nichts mehr. Ja, wir müssen ans Ziel, aber in der Nacht ist es jetzt nicht so toll. Wie werde ich das jetzt am besten machen? Gut, hier haben wir alles abgeräumt. Die Karre ist ja mal edel. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Aber da geht es auch nicht rein. Da ist auch noch eine Kiste. Die ist verschlossen. Dietriche sollte man mal wieder herstellen, so wie das aussieht hier. Aber gut, 24 ist jetzt nicht das Schlechteste. Das sollte reichen, ne? So oft brechen wir ja keinen ab. Oh, ein schönes Messer. Und einen Attentäter, nice. Jetzt regnet es auch noch, toll. Ja, diese Viecher sind echt extrem. Ja, wir müssen es wagen, Leute, wir müssen es wagen. Wo ist denn die nächste Safe Zone? Hier kriege ich einen Auftrag bei Osman, aber ich will eher zu einer Safe Zone. Die ist weit weg. Wir könnten zu dieser Safe Zone hier. Das ist nämlich durchs Wasser und ich glaube, da haben wir Ruhe. Das riskieren wir, Leute. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Aber durchs Wasser, glaube ich, gehen die eh nicht. Dann gehen wir zu der Safe Zone. Ich finde es toll, dass das leuchtet. Das ist nämlich dieser Tang, glaube ich. Jawohl. Dass der leuchtet im Dunkeln, so sehe ich ihn nämlich leichter. So, hopp, 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 darauf. Komm. Es ist spannend im Dunkeln, Leute. Das ist eine richtige Herausforderung. Schau mal, was hier ist. Ja, das nehme ich gerne mit. Batterien sowieso, Plastikteil, ist hier noch was. Da haben wir was. Entwurf! Flughafensicherungsmod.
Okay, schauen wir mal, was das ist. Elektrizität Stufe 3. Ich finde immer bessere Mods, das finde ich echt klasse. So, by the way, 156 in die Richtung, das schaffen wir. Jetzt muss ich nur aufpassen, Leute, dass wir jetzt nicht eine auf den Nuss kriegen. Da kommen nämlich ein paar. Wir müssen da entlang. Und da drüben ist die Safe Zone. Das ist da oben, oder was? Ja, ich muss da rauf. Bisschen leise sein. Der ist direkt vor uns. Hinter uns ist dummerweise auch einer. Hoffentlich dreht der jetzt nicht um. Aber ich muss in die Richtung, weil da ist die Safe Zone. Das ist dieser Antennentower da wahrscheinlich. Dreh ja nicht um. Komm, 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 komm. Hinter mir ist einer, vor mir ist einer. Oh, scheiße. Es ist wirklich spannend hier, Leute. Ich glaube, da kommen wir vorbei. Ich gehe rechts von ihm vorbei. Das müsste sich ausgehen. Ja, wir haben es. Nice. So, jetzt müssen wir dann nur mehr reinkommen irgendwie. Das geht vom Hügel aus. Da muss ich wieder darauf. Oh, scheiße. Ja gut, wir springen einfach rüber und dann haben wir es. Oho, wir haben es, wir sind in der Safe Zone. So, hier können wir schlafen, auf den Tag warten. Super. So, runter da. Runter, 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 runter. Wo ist das Bett? Gib mir ein Bett. Gib mir ein Bett. 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 Oh, hier gibt es auch einen Entwurf. Homer Run. Jetzt schauen wir kurz nach, was dieser Homer Run Mod ist. Wo ist er denn? Homer Run Mod. Hier. Stufe 2, ja. Ist echt nice. Ich kann immer bessere Sachen hier upgraden und basteln und bla bla bla. Das ist echt cool. Man findet immer mehr. Gut, aber wie gesagt, ich will jetzt schlafen. Hier ist unser Bett. Na ja, wir haben es. So. In der Nacht ist wirklich... Wir haben es geschafft, aber es ist ein Sauwetter drauf. Oh, was für ein Dreckswetter, Leute. Zieht euch das rein. Die Atmosphäre, spitze. Sonnenschein und Nebel, oder wie? Auch interessant. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockandi Let's Play. Tschüss!